Solo und hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Battlefield Bad Company 2. Ja, nachdem ich... Hallo! Ja, mit Daniel zusammen, guten Tag! Moin! Hast du mal wieder deine Pillen nicht genommen? Ne, kann ich mir nicht mal leisten. Oh was, wir sind schon bei B? Ja, die sind schon bei B und die haben noch 20 Tickets, aber das könnte, wenn wir einigermaßen gut spielen, nur ein bisschen dauern. Alles gut, alles Tutti. Ja, alles tut die. Ah, von hinten. Böse. Ja, genau, und wir spielen Squad Rush. 8 Leute maximal auf dem Server. Das ist immer ziemlich cool auf einer Map, die extremst begrenzt ist. Wieder mal. Ja, was willst du? Grenade Launcher Spam ist meines. Ja, das ist nämlich mein Fachgebiet. Das kannst du was. Von wem ist der Mörser? Wir haben keinen Sniper drin, ne? Nö, das ist wieder so ein fauler Gegner, der irgendwo rumcampt, rumsniped. Und. Haben wir da? Oh, rechts im Haus, rechts im Haus, rechts im Haus. Willkommen bei MSH Schlamm. Ist ja fast wie I3D in der Tittenbude. Du bist verrückt. Ich glaube, wir hatten den. Nicht Server gibt's wirklich. Ja. Ich glaube, heute Nachmittag hatten aus, wir. Aus. Heute Nachmittag hatten wir den Soundcheck schon mal gemacht, aber nach dem Part werde ich einfach nochmal gucken, ob wir gleich laut sind. Ansonsten. Pech gehabt, wie dieser Mensch hier. Tut mir extremst leid, aber ich liebe es, mit Grenade Launcher zu spielen. Ja, ach, wer schreibt mich denn jetzt wieder an? Die soll mich alle mal hinten rumheben. Egal. Ist, oh, warte, der kann... Ja, klar. Der kann mich einfach mal aus dem Stand mit der Kurt Magnum abschießen. Ja, das geht. Das ist eigentlich kein Problem. Da kommt eine Granate und ich lagge. Sorry, Leute, ich bin tot, oder? Ach nee, doch. Ist ja super, cool. Wenn ich gerade am Sterben bin, dann lagge ich. Es laggt, das ist immer wieder eine schöne Sache, ja. Das ist so einmal. Ja, genau, also ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt einige Tage keine Let's Plays gemacht. Und das hatte folgenden Grund. Ich habe es noch nicht vorher erwähnt. Da ist aber jemand drin. Noch nicht vorher erwähnt gehabt, aber ist was ziemlich Schlimmes passiert. Vor einigen Tagen ist ein guter Klassenkamerad von mir gestorben und ja, das war ziemlich heftig für mich und deshalb habe ich mir gesagt, erstmal ein paar Tage keine Let's Plays und das habe ich jetzt auch erstmal eingehalten. Und ich denke, das war jetzt nicht so schlimm, da es ja mit einer lustigen Sache direkt wieder kam. Also jetzt nicht hier die Videos, sondern mein Hallo-Schaden-Video von Zottel, als wir die paar Stunden lang zusammen gezockt hatten, hatte er ein paar Mal diesen Spruch losgelassen. So, und mein Freund da. Kann ich markieren? Ach, da vorne, guck mal. Einen haben wir doch dann schon mal. Das heißt, der hat. Ey, das gewinnen wir. Ja, na sicher gewinnen wir das. Das wäre ja auch gelacht, die campen da hinten nur rum und naja. Die stehen hinter dem Haus, wo dieser komische Dingsmuster der meistens draufsteht. Ach, wie heißt denn? Flugabwehrgeschütz oder diese Lenkrakete. Ach, da oben, ja. Wie, schieße ich echt die ganze Zeit daneben? Kann ja nicht wahr sein. Da muss ich wohl nochmal nachladen. Ja, genau, und so war die Sache. Und ja, jetzt geht's einfach wieder ganz normal weiter. Ich lasse jetzt mir erstmal nichts anmerken nach außen. Und, ach, da hinten, warte mal, nee, da auch nicht. So, Mal gucken. Da hinten ist niemand. Auf dem Dach bei uns ist schon mal gut als Verteidigung. Aber pass auf, am Schluss gehen die noch irgendwo ganz exotisch rum. Ist aber auch tot. So, haben wir... Die Leute, ich finde Squad Rush echt cool. Squad Rush hat echt Action auch drin teilweise. Und sich so viele sind. Ja. Und diese Nervenkitzel, diese Ruhe vor dem Sturm, die gibt's hier auch noch. Das gibt's halt im normalen Modus nicht. Wir Ticket 7 so. 7, sollte man schaffen. Das sollte, ja, wenn wir nachher in der Situation sind und Angreifer sind, dann ja. Was haben wir denn für Leute drin? 8er und 1er noch. Super. Kommst du glaubst, dass wir das schaffen? Ja, das ist ja... Ach, nein, das ist... Ah, kacke.
Aber zum 10 zu 5, Mensch, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich bleib bei der AOG. Also, vielleicht habt ihr ja während des Let's Plays mitbekommen, ich bin extremst unsicher, was meine favorisierten Waffen angeht. Was ich gerne spiele, das ist, das weiß ich nicht. Also, Gegner ausgeschaltet, einmal von bitte. Hinten. Search and Forehees. 3, 2, 1, entschärft. Tot. Komm zur Kiste. Komm zur Kiste. Zur Kiste. Ist ja, auch tot. Ich join jetzt in einer Sekunde. Go, go. Ja, ich habe immer noch diese Kack-Kill-Kamera, das nervt. Hau Granate um die Ohren. Rechts, rechts von dir, rechts von dir. Er ist doch schon tot. Okay. Geht's? Oh. Oh nee, es gibt's doch nicht im letzten Moment. Scheiße, nicht im Ernst, das schaffen die doch nicht noch. Das schaffen die doch nicht noch. Doch. Nicht im Ernst. Mal wieder, guck dir das doch mal an. Nein! Nicht dein Ernst! Krass! Jetzt aber schnell. Die haben da noch einen Camper, die haben da noch einen Camper. Ja, was soll ich machen? Ich spiele alleine gegen 4. Nein! Nein! Guck dir das an, das haben sie echt gut gemacht. Also GG, einfach mal schreiben. Am Anfang campen, am Schluss mal richtig reinbrettern, Alter, das ist echt. Was sollen wir machen? Guck dir mal unser Team an. Ja, guck, also echt. Krass. Naja, okay, meine Stats waren einigermaßen. Okay, 5 Minuten haben wir noch. Da können wir eventuell noch die Hinrunde schaffen. Weiß ich nicht. 6800 Punkte, Mensch. Ja, da habe ich aber mal ordentlich abgesahnt. Ja. Ach, jetzt ist es ja übrigens total egal, wie viele Punkte ich kriege. Ich habe jetzt alles hochgelevelt. Keine Waffen mehr, die ich freischalten muss. Und ja, das ist ziemlich, ziemlich cool. Das heißt, ja, jetzt könnt ihr... Platin-Star, das ist viel geiler. Na ja, da du ja anscheinend ein halbes Jahr nur die XM8P gespielt hast. Halbes Jahr? Ich habe das Spiel nicht mein halbes Jahr. Okay. Ja, nee, aber wie gesagt, ich bin da immer so ein bisschen unschlüssig. Ich spiele mal AOG, ich spiele mal VSS, ich spiele manchmal gerne mal die Abarkan, wenn ich teilweise mal gut drauf bin. Und zur Not auch mal die M16. So, bitteschön. Dankeschön. Ach wie, keine Lust da oben zu sterben. Och, Mensch. Haus. Mensch, ja. Das ist ja... peinliche... Ja. Ich muss jetzt Sunny rein. Warum? Ach so, ja, ja, mach du als Sunny und ich gehe wieder mit Granaten. Ich glaube, ich habe irgendwie falsch angeguckt. Warte mal, ich gehe mal mit Shotgun rein. Ist auf dem Dach. Wer schreibt mich da an? Das können Sie mal schön vergessen jetzt. Ich gehe da, ich guck da jetzt nicht nach. Ich bin wer in einem Let's Play, aber ich war auch so doof und habe mich nicht auf beschäftigt gestellt. Oh ja, nicht im Ernst, oder? Ich habe ihn gesehen, konnte aber nicht mehr aus dem Sprung raus. Er ist ein 50er und er campt low. Er ist toll. So, okay, willst du die geballte VSS-Action? Ja, das ist, kannst du gerne haben. Jetzt kommt M60-Action. Ach, M60, sick. Warte mal, warte mal, warte mal, den krieg ich. Das gibt's nicht, Alter, oben da schon im Dach. Töte den. Hilfe bei Sichtung und wir gehen rein. Mit der AEK. Ja, warum die AEK? Die XM8 ist viel besser. Ja, die habe ich aber schon im Platin da. Ach, Langeweile. Wo? Wo? Die hängen da beide oben drin. Geh hoch. Nee, geh nicht hoch. Da ist eine Granate hoch. Tot. Hinten links in der Ecke. Tot. Eck. Ah, nee, oder? Durch das... Och, Mann, Mann, Mann. Ja, also echt. Bei Angriff, das kann man, da kann man mich eigentlich vergessen. Nimm doch Schaden, du Sack. Mann, sorry, aber... Nicht dein Ernst. So, jetzt gehe ich aber echt hoch. Nimm doch mein Messer, du Sack. Sergeant Bubba, den kenne ich doch irgendwo. Ist der noch oben? Ja. Du musst den von hinten mal so ganz eiskalt. Messern, messern, messern. Ist tot. Oder auch so.
Kay, Kay, gerne. Werner. Ich geh außen rum. Gegner ausgeschaltet und tot. Jetzt müssen wir also echt mal rushen, ey. Was soll ich mitnehmen? Soll ich Shotgun oder soll ich auf der Sniper Skyer bleiben? Komm, ich nehme die Saiga mal mit. Ich probiere das mal. Wir müssen mal alle reingehen mit dem mit den gleichen Kits. Das wäre mal eine interessante Sache. Alter, wahre deine Manieren. Nö, nicht in deinem Let's Play. Warum? Keine Ahnung. Und wo sind die? Oben im Haus auch. Leck! Warum? Das verlieren wir ganz klar. Lol, der Level 1er hat 5:1. Was macht der denn? Der ist gut. Ich zweite Account, also neu erstellter. Ja, wahrscheinlich. Wer schreibt mich da an, verdammt? Mann, der kriegt nachher eine Ladung um die... Lass mich. Lass mich in Ruhe. Sick! Lobob. Camper. Wenn er mich noch einmal anschreibt, dann mache ich hier eine Pause und boah, ey. Der Part ist sowieso gleich rum und dann werde ich dem... Messer hat, wie geht das denn? Ach, der war da oben. Wie kann er denn da joinen? Der 8 Sterne aus Messer, der Lager. Ich hab so ein bisschen Schiss. Wo stehen die? Autsch. Oh, lass mich doch mit der Granate in Ruhe. Ins Gesicht. Und jetzt hier wieder raus. Und da haben wir mit dem Tod auch schon den Part. Wir haben ja perfekt verloren. Wir haben perfekt verloren. Naja, perfekt verloren. ich habe wahrscheinlich die ganzen Tickets verbraucht und würde sagen, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, dieser Part. Wir werden auf jeden Fall noch einen drehen und noch vielleicht noch ein paar. Und ja, ich sag bis zum nächsten Mal bei Let's Play Battlefield Bad Company 2. Tschüss.